So Leute und herzlich willkommen zum nächsten Video. Ich bin's wieder, euer Sascha. Heute bauen wir einen kleinen Schießstand. Wird ja kein langes Video, sage ich mal. Wir haben ja hier ein schönes Badezubehör, unsere Toiletten. Und ich würde sagen, hier in die Richtung bauen wir unseren Schießstand. Sollte ganz einfach funktionieren. Und zwar, wir brauchen einmal den Lesetisch. Wo haben wir ihn? Ah, hier haben wir schon gleich den Buchnertisch. Das ist perfekt. Dann das Lesepult. Dann brauchen wir hier den Graspfad, Zäune, nehmen wir wieder den Eichenzaun, dann wieder ganz klassisch unsere Steine, und zwar die Steinziegel, und dann fangen wir erstmal an. Ich würde sagen, wir beginnen hier vorne. Das heißt, wir reißen erstmal wieder hier einen Weg ab. Nicht zu nah, nicht zu weit. Und ja, da rein. Ja, machen wir das Ganze so. Jetzt ziehen wir das bis hier. Ja, bis ungefähr hier. Dauert halt jetzt wieder ein paar Minuten, bis wir das Ganze hier erledigt haben. Obwohl, das brauchen wir eigentlich gar nicht machen. Was mache ich denn? Ich kann doch auch hingehen und das Ganze mit der Schippe machen. Eigentlich brauche ich nur das außenrum, damit wir das eingezäunte Areal haben. Und den Rest erledigen wir mit der Schippe. Dann einmal die Schippe bzw. Schaufel. Wo haben wir sie? Nehmen wir einfach die gerade. So, die Schaufel. Fast geschafft. Ja, ein paar Ausreißer, naja, nicht schlimm. Die machen wir jetzt gleich auch noch weg. So, zack, zack. Genau, so, jetzt nehmen wir die Bogenertische, die Bogenertische, die Lesepulte, setzen die hier auf die verschiedenen Stufen hin. Was mache ich? So rum. Da war ich wieder zu übereifrig gewesen. So, den weg. Das hin. Dann den Bogenertisch oben drauf. So, und das gleiche jetzt hier nochmal. So, ups, falsch rum ist auch gut. Gott, jetzt müssen wir erst wieder Stein nehmen. Stein hinsetzen. Bogenertisch oben drauf. Und so, ah, der hier ist verrutscht. Ist wieder ein Stein. Bognertisch. Zack. So sieht es doch ganz gut aus. Wobei, wir könnten sogar hier noch ein Ziel hinmachen.
Ne, wir haben immer einen dazwischen. Das ist schon besser. Jetzt setzen wir wieder hier an die Ecken einen Pfosten. Dann alle zwei. Eins, zwei. Ah, haut nicht hin. Habe ich sehr eng gebaut. Obwohl hier hinten ist es sogar gar nicht schlimm. Hier machen wir es sowieso ein Stück höher. Nee, das machen wir nicht mit Steinen, sondern dafür nehmen wir Stroh. So. Gerade einmal das Stroh hier hingesetzt. Ich will es aber quer haben. Warum macht das nicht? Und dann ziehen wir es gerade einmal hier lang. Noch einmal hier oben drüber. Noch mal was hin. Machen wir es hier auch voll. Ja. So sieht es doch ganz gut aus. Jetzt machen wir wieder alle zwei. Eins, zwei, drei, zwei, zwei. Ups. Eieiei, was mache ich denn? Genau. Jetzt kommt wieder hier der Eichenzaun dazwischen. Die Schießanlage. Da machen wir das hier zu. Wobei wir jetzt hier drüben das auch nochmal machen könnten. Eins, zwei, einfach rein für die Optik. Das Ganze. Damit es ein bisschen gleichmäßig aussieht. So, wo habe ich einen Fehler? Irgendwo habe ich einen Fehler eingebaut. Aha, okay. Ich hätte den hier nehmen müssen. Und das Ganze nochmal. Wenn man nicht aufpasst, macht man es doppelt. Verdammt. Aber es geht ja eigentlich schnell. Also von daher kein Problem. Ups. So. Okay, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Jetzt gehen wir einfach hin und bauen hier mit den Holzbalken, Holzbalken, was erzähle ich denn, mit den Eichenholzstammen bauen wir einfach jetzt hier, das ist falsch, 1, 2, 3, haben wir mal 3 hoch, das gleiche hier drüben, 1, 2, 3, wobei vielleicht sieht es auch einfach in den einfachen Design, sieht das hier besser aus. Eins, zwei, drei, dann Trichter drauf.
Wo ist der Trichter? Da. Dann packen wir den gerade noch rein. Trichter oben drauf. Das weg. Das weg. Trichter oben drauf. Jetzt gehen wir einfach 1, 2, 3, ne, verzählt, 1, 2, 3, 4, 5 nach drüben und machen das hier auch nochmal, 2, 3, dann der Trichter, jetzt gehen wir nach vorne, wir müssten ziemlich mittig sein, 1, 2, 3, 4, 5, genau. So, 3 hoch, Trichter drauf. Oh, was mit unserem Lama los? Komm da raus. So, hier ganz einfach machen wir einfach nur einmal hier ringsrum sowas. Hier drüben das gleiche. So. Hier machen wir es nur ganz einfach. Und das gleiche dann hier nochmal. Besser aussehen, was so machen. Genau. Und jetzt kommt hier oben drüber das Dach einfach noch. Da nehmen wir dann erst das hier, dann das hier. Da setzen wir die dann einfach mal hier oben drüber. Das heißt, wir müssen erst wieder anfangen, das hier hochzubauen, davor zu setzen. So. Dann ändern wir das doch nochmal hier ab, gehen doch auf 2 runter, setzen den Trichter drauf. Hier das gleiche. So. Macht das? Nee, macht er nicht. Wieso macht das nicht? Gott, den können wir oben lassen. Dann ziehen wir den gerade einmal hier rüber. Das können wir lassen. Das lassen wir auch. Okay. Jetzt nehmen wir wieder die Stufen, die einzeln. Die kommen dann jetzt hier vorne dran. Und zwar bis hinten hin.
Das kann man sogar eins überstehen lassen. Sieht, glaube ich, besser aus. Das machen wir sicherheitshalber. Schauen wir mal. Dann nehmen wir wieder die Steine hier. Obwohl, wenn wir die jetzt hier dran setzen. So. So. Gehen wir jetzt einfach hin und füllen das Ganze mit Erde. Wo haben wir die Erde? Da. Und setzen eine Hecke drauf. Das machen wir weg, den setzen wir noch mal hin. Ups, hier und so. Und den machen wir auch weg und setzen auch einen normalen hin. Und dann gehen wir einfach mal hin. Und ich würde sagen, dann bauen wir hier noch einen Zaun rein. Wobei, wir machen das bis oben hin. Setzen jetzt zweimal falsch rum hier die Steine rein und setzen doch eine normale Tür noch rein. Jetzt bräuchte man natürlich noch den Weg eigentlich. Dann können wir zwei nach da vorne gehen. Ups. Machen wir gerade wieder zu. So. Und zusätzlich laufen wir dann hier lang. Weil es eigentlich auch wieder nur Spielerei ist. Hat jetzt eigentlich nicht wirklich was mit der Schießanlage zu tun, aber irgendwie muss ich das jetzt gerade machen. Geht ja auch halbwegs schnell das Ganze. Komm nach vorne. Ach, die Türen sind ja komplett falsch, sehe ich gerade. Die müssen von innen nach außen wieder. Jetzt gehen wir aber wieder gerade hin, nehmen uns die Schaufel, machen hier drin den Boden noch ein bisschen abgenutzt. Oder nehmen wir doch das Holz. Ne, wir nehmen einfach die Schaufel, das ist jetzt egal. Das sieht auch gut aus mit der Schaufel. Dann nehmen wir uns schon mal hier die Armbrust und probieren gleich mal unser Glück.
Stück hier aus. So, und dann die Armbrust gespannt und was sogar getroffen haben. Ah, der ging drüber. Bleibt überhaupt stecken, wenn man da drauf schießt? Ah, der bleibt stecken. Cool, ja. Ich würde sagen, das war's fürs Erste. Wobei, wir können das Ganze jetzt hier gerade noch abtrennen für die einzelnen Bahnen. Das heißt, wir machen das Ganze so. Nein, das ist falsch. Der, dann ist eins frei, dann kommt der, dann ist wieder eins frei, dann die nächste Bahn, frei, Bahn, und machen das dann frei und dann setzen wir gerade hier oben. Ne, das sieht nicht so aus. Auch nicht. Dann nehmen wir doch einfach nochmal das hier. So. Ja, ist doch besser. Nee, ist nicht. Machen wir es weg. Ups. Wir machen die Steine weg. Die Steine stören. Hab gedacht, das sieht gut aus, aber ich glaube, wir sollten es doch in Holz halten. Wenn wir sowieso schon alles in Holz haben, dann nehmen wir gerade noch hier die Kisten. Setzen die hin. Was hat man jetzt gesagt? Hier hin, frei, hier hin, frei und frei. Jetzt nehmen wir noch einen dunklen. Den setzen wir einfach hier oben mit rein. Und zwar nehmen wir jetzt die Schilder. So. Die 1. Die nicht die 3, die 2. Weit, eins weniger, 3 und Bahn 4. So, jetzt gehen wir nochmal nach innen und machen das Ganze hier dran. 1, erstmal eins hüpfen, so rum, mittig das Ganze. 2, und die 4 gibt es ja gar nicht wirklich, wenn man so will. Ja, doch, das können wir dann. Machen wir das Ganze hier oben drauf. Nein, das sieht nichts aus. Also hier ein 4. Eigentlich brauchen wir hier noch ein paar Lampen, würde ich sagen, damit wir auch was sehen. Dann einmal die Glocke und dann die Lampen. Wo sind wir jetzt hin? Jetzt bin ich wieder am Suchen und ich finde sie nicht. Schon wieder 5-mal drüber gerollt wahrscheinlich. Ah, da hier. Die da. Und
Ein paar Fackeln nehmen wir auch noch mit, die setzen wir nach hinten. Dann würde ich sagen, setzen wir erstmal hier die Glocke hin, wenn das geht. Das geht natürlich nicht. Setzen wir sie hin und setzen hier einen hin. Können wir nicht da hin. 2, 3, so, so sieht es doch gut aus. Können wir die da dran machen. Okay, ich würde sagen, das war's. Das ist unser Schießstand. Hier unsere Zielscheiben, hinten die Schutzwand aus Stroh, das Ganze ausgeleuchtet, hier der Schießstand selbst. Oh, hier fangen wir mal an. Und ich glaube, wir haben getroffen, fliegen wir mal hin. Tatsache getroffen, aber nicht das Ziel. Naja, das war's, würde ich sagen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. War jetzt, wie gesagt, kein großes, aufregendes Video eigentlich. Aber ein Schießstand gehört halt zur Burg dazu, finde ich persönlich. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich würde mich tierisch drüber freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Und wenn ihr mich abonniert. Das war's. Bis dahin. Ciao, euer Sascha.